Und welcome back hier zum nächsten fürstlichen Ligaspiel hier zwischen Schlag im Nacken und den Chris auch wieder auf der Heimmap. Ob Schlag im Nacken am Haus am See in der ersten Liga. Und eben habt ihr ein episches Spiel gesehen hier zwischen Bye Bye und den Schlag im Nacken. Wo Schlag im Nacken seinen Namen gerecht geworden ist, indem er den Bye Bye tatsächlich den Schlag im Nacken verpasst und nicht es hieß Bye Bye Schlag im Nacken. Und jetzt sind wir gespannt, wer spielt mit was und vor allen Dingen wo. Den Chris haben wir hier oben rechts, nimmt sich schon den Bauhof ab in die Mitte bzw. hin zum Gemfeld. Dasselbe hat auch der Schlag im Nacken gemacht, war aber deutlich näher dran. Also Chris hat eine schlechtere Position, Startposition gehabt, als der Schlag im Nacken. Ich glaube, hier oben, also hier unten, ist die Position von demjenigen, der startet, besser. Ich glaube, man startet hier irgendwie. Gefühlt ist das näher dran hier, weil man einfach nur gerade raus muss. Hier startet der Bauhof, der andere oder hier. Ich glaube, eher mehr hier, ne? Und er muss hier ganz rumfahren, hier, um da hinzukommen. Also das ist schon, das haben wir eben auch schon gesehen. Aber dennoch hat Schlag im Nacken diesen Nachteil da ausgeglichen. Ich dachte erst, dass Bye Bye diesen Vorteil ausnutzen wird. Hat aber nicht ganz geklappt. Schlag im Nacken war unwahrscheinlich schnell vom Tempo. Und bei Bye Bye ist das normalerweise genauso. Aber ich sag ja, der hat richtig geübt, der Schlag im Nacken. Hat er ja selber auch schon gesagt. Und jetzt bin ich gespannt, wie er das gegen Chris macht. Chris ist auch eine Nummer für sich. Der hat das. Wenn er einen richtig guten Tag hat, dann muss man den echt mit Vorsicht genießen. Aber heute scheint irgendwie so ein bisschen der Wurm drinne zu sein. Ich drücke in die Daumen, dass er es gegen den sehr starken Schlag im Nacken hier souverän hier irgendwie hinbekommt. Oh, Papagei auch mit Counter-Strike. Ja, da sieht es wohl aus, dass wir heute noch eine Runde CS spielen, was? Weil ich sag, ist wie es ist, ich würde gerne noch weitere Matches zeigen. Nur ich bin heute sehr wortkarg. Mir fällt das Reden heute so ein bisschen schwer und ich will da auch nichts vormachen. Ihr wisst ja, ich bin nochmal ehrlich, was das sowas anbelangt. Ich würde mich freuen, einfach nach nach so einem schönen Stream einfach ein bisschen früher heute Feierabend zu machen und einfach mal mit den Leuten aus der Community zu zocken, weil das fehlt mir auch so ein bisschen. Haben wir in den letzten Wochen immer so schön gemacht. Wollen nicht abreißen. Und jetzt hier auch wieder zweiter Sammler dran hier. Genau dasselbe hat hier Bye Bye vorhin auch gehabt. Genau dasselbe Bild hier. Aber ich bin gespannt, was Chris draus macht. Chris kriegt hier auf jeden Fall schon mal den Gem-Boni. Das ist schon gut. Für den Chris. Mal die Frage, ob er hier jetzt gleich den Hafen einnehmen wird. Das hat in letzter Zeit so ein bisschen nachgelassen, diese frühe Einnahme der Häfen. Das war früher zu Anfangs immer deutlich. Oh, mit mehr Elan. Mittlerweile ist es nicht so, dass sie sich eher auf Land konzentrieren, so nebenbei zu Wasser. Das haben wir eben beim Schlag im Nacken gesehen. Der hat auch einen komplett neuen Move gemacht. Der hat sich hier direkt in der Mitte angelandet, hat den Hafen hier komplett in Ruhe gelassen. Das war auch mir neu. Das habe ich nicht so gesehen, wie er das vorhin gemacht hat. Auch schön, das zu sehen. Er hat sich noch nicht weiter gebaut. Baut sich jetzt weiter. Okay. Auch Chris. Kann sein, dass hier die nächste Raft gleich kommt. Beide ein bisschen knapp auf der Brust hier. Und der eine Schütze, der rotiert hier nochmal gemütlich durch die Dörfer. Macht hier den Marschall. Und da haben wir den nächsten Bau hier beim Schlag im Nacken. Und er fährt nach oben. Aber ich kann mir Chris vorstellen, dass er auch nach links fährt. Oder er den kürzeren Weg hier in Anspruch nimmt. Das wäre besser, den kürzeren Weg hier in Betracht zu ziehen. Weil er kann sich das ausdenken, dass der Schlag im Nacken gegenüber positioniert ist. Das ist ja so die Regel hier in dem Spiel. In den meisten Fällen, dass man gegenüber positioniert wird. Da wäre der Weg hier nach unten, den er fahren könnte, um sich hier die Frontbase aufzubauen, deutlich effizienter. Das hat ja auch Schlag im Nacken schon gemacht. Ist auch den kürzeren Weg hier gefahren. Und da kommt der Bauhof. Nein, es sieht so aus, als würde Chris tatsächlich hier nach links fahren.
Dass er tatsächlich nach links fährt, das könnte wieder böse ausgehen. Diese Erfahrung hat er schon mal gehabt. Dass der Gegner direkt nachher vor der Tür war. Ja, Chris weiß ja natürlich jetzt Bescheid, ne? So ist es nicht. Scheint aber so, als würde er in die Mitte fahren. Weil er das jetzt hier gesehen hat durch den Schützen, der hier steht. Ja, die Farben kann man aber so schlecht auseinanderhalten hier. Ja, gelb, orange. Orange, gelb. Fährt jetzt in die Mitte hoch und hat sich auch da positioniert. Also Schlag im Nacken jetzt schon ganz klar von dem Map-Terrain hier an der Front. Ja, Chris hat ein Problem. Er muss diese Seite hier sehr, sehr früh hier vorne schon dicht halten, damit er sich die Gems nicht nehmen lässt. Also die Gefechte hier möglichst vom Gemfeld hier weghalten. Am besten wäre hier gleich direkt nach unten zu fahren und hier Paroli zu bieten. Nur nicht hier oben, sonst solange er hier die Front halten kann, umso mehr Gems behält er, weil nach links wird schwer. Ja, ich glaube nicht, dass er es schafft. Oh, TG, I don't know what is the problem here on Twitch. Sorry. Oh, welcome. TG, what's up? Ah, Chris jetzt auch wieder. Ricky works, aber not mine. I don't know. Hier. Wenn Chris jetzt zu Wasser bleibt, könnte er sich vielleicht wieder so ein bisschen den Vorteil einholen, den er ja eigentlich auf dem Wasser hat, wobei er vorhin ja schon gesagt hat, dass er zu Wasser mächtig nachgelassen hat. What up? Wer kennt's nicht? Scary Movie! What up? Oh Leute, muss ich unbedingt mal wieder sehen. Moin Manni, schön dich zu sehen. Aber Chris macht da mobil. Hier unten zu zögerlich. Er sollte hier vielleicht ein bisschen näher ranfahren. Oder darf hier. Die berüchtigten Duff-Bier-Werbungen. Ach nein, Iron Sky. Nimmt sich hier zu Land erstmal schon mal einiges raus. Hat hier oben ordentlich erstmal. Ja, ordentlich nicht. Gleich eine zweite Raff wäre jetzt schon mal ganz gut. Moin, Mortadella, schön dich zu sehen. So später Stund. So, Schlag im Nacken. Positioniert sich weiter jetzt oben. Unten hat er jetzt auch schon mehr gebaut und nach vorne gebracht. Ja, aber es bahnt sich an, dass Chris das sehr, sehr schwer haben wird. Was ich aber gut finde, dass er auch zu Wasser geht. Vielleicht nochmal ein Kreuzer. Also Wasserhoheit hat er. Die Möglichkeit hätte er, hier ordentlich dicht zu halten. So an den Nischen hier. Wo es so ein bisschen enger ist. Und da oben macht ein Schlag im Nacken auf den Weg. Und auch rechts hier unten. Ah, versetzt er die Panzer schon ein bisschen nach vorne. Oh moin, Sergei im Schiller-Modus. Übrigens, by the way, hübscher Name. Willkommen im Stream, danke für den Follow. Und hier sehen wir wieder eine ordentliche Division mit vielen, vielen Schützen. Und er macht sich schon auf den Weg, weil der Cooldown jetzt gerade abläuft. Und hi Z-Tex, auch schön dich zu sehen. Danke für die Likes. Und jetzt noch 20 Sekunden. Und passend zu der Musik. Die Infanteristen, die so schön einheitlich hier marschieren. Chris wird stärker in der Mitte. Aber das darf man nicht unterschätzen, ja?
Und Cooldown ist um. Und Achtung, von hinten kommt der Schlag im Nacken auch noch. Eigentlich direkt von vorne. Das ist eher von hinten. Cooldown ist abgelaufen. Sie dürfen jetzt angreifen. Mal sehen, wie Chris hier jetzt gegen ankommt. Denn wir haben hier einmal was und hier. Und das ist halt hart. Er kann sich nicht auf beide Seiten konzentrieren. Vorne geht er mit den Panzern. Taktisch sehr clever. Einfach rüber und hinten. Muss er eigentlich dasselbe machen. Aber aktuell Schütze gegen Schütze Gefecht hier. So, die Raff dürfte auch raus sein. Unten in der Mitte macht sich hier auch so ein bisschen was gleich bereit. Aber wir bleiben hier. Chris hat die erste Hürde geschafft. Ein Gebäude steht noch. Aber vereinzelt kommt hier unten so ein bisschen was rüber. Und die Masse vom Schlag im Nacken. Ei, das kennen wir. Das kennen wir von ihnen im Verbund. Mittlere Panzer mit den Schützen. Oh, oh, eine richtige schöne Snake hier. Und Chris muss das flankieren. Chris kriegt Probleme. Schlagnacken kommt immer tiefer rein. Oh, 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 oh. Ist die Frage, wann Schlag im Nacken von unten hier auch noch ansetzt, denn er hat hier noch genug. Und hier oben hat er auch noch Panzer. Ist ziemlich zerstreut. Ich glaube, er kann selber gerade wieder nicht glauben, dass er wieder so gut unterwegs ist. Jetzt direkt auf der Raffinerie. Und er baut sich wieder vor. Kennen wir. Da kommt die Verstärkung. Oh, Silent. Schlag im Nacken hat einen unheimlichen Vorbau. Das darf ich ja gar nicht lesen. Und hier unten macht Schlag im Nacken sich jetzt auch bereit. Und er hat, wie gesagt, hier auch noch Verstärkung. Er erhöht jetzt den Druck auf Chris immens. Chris kommt mit Verstärkung. Moin Dom, schön dich zu sehen. Und oben kommt auch noch mal ordentlich was nach. Von allen Seiten wird Chris hier in die Zange genommen. Hat sie aber auf dem Wasser gut verteilt. Aber Schlag im Nacken kommt jetzt hier auch nach. Ah, Schlag im Nacken muss die Ressourcen einfach hier rauskicken hier. Dann wird Chris auch nicht mehr so schnell nachproduzieren. Aber es wird sowieso gerade viel enger hier um den Chris. Denn der Schlag im Nacken setzt jetzt oben auch nochmal frontal rein. Von zwei Seiten. Von oben und einmal von links von der Seite. Aber gerade nicht aktiv hier im Geschehen. Das verzögert das Ganze auch so ein bisschen hier.
Chris wehrt sich aber noch mit allen Mitteln. Und hier unten rechts fliegt der Schlag im Nacken so langsam raus. Also ich würde Chris jetzt noch nicht so abschreiben. Kommt auch so wieder bis an die Kohlen ran. Problem ist, er muss weiter in die Mitte. Er muss expandieren. Er muss hier unten den Schlag im Nacken gegenkommen. Das, was ich meinte vorhin mit den Gems. Das muss er in den Griff kriegen. Denn behält er auch hier Kohle ohne Ende noch im Petto. Aber Schlag im Nacken zieht einfach gnadenlos weiter durch hier oben. Wo er jetzt gerade wieder am Pennen ist. Ah, jetzt macht er weiter. Und jetzt gibt Chris zu Wasser Gas, damit er die Wasserhoheit hier behält. Nur er muss die Gems hier behalten. Das ist nicht mehr viel. Das sind die einzigen Einnahmen, die er jetzt noch haben wird. Weil Schlag im Nacken gerade hier unten alles immer noch kontrolliert. Chris hat sich da noch nicht rüber gewagt. Und wenn Schlag im Nacken jetzt einfach weiter Bambule gibt, vor allem mit dem, was hier nachkommt, dann wird's zu schwer. Und das ist aus meiner Sicht hier schon abzusehen, dass das hier der zweite Sieg hier wird für den Schlag im Nacken. Auf mittelfristiger Zeit gesehen hier. Es sei denn, Schlag im Nacken gibt nochmal ordentlich Gas. Dann dürfte das nur noch wenige Minuten hier bedeuten für den Chris. Direkter Einmarsch hier. Und das dürfte es gewesen sein. Für den Chris. Der hat nicht mehr genug Schlagkraft hier auf dem Lande, um dem hier was entgegenzusetzen. Schön auch einen Kanonenturm gebaut hier. Der Schlag im Nacken, um den Kreuzer rauszunehmen. Gut reagiert. Aber aktiv ist er nicht im Gefecht. Da sind die Kreuzer von Chris. Wir versuchen vom Wasser aus hier den Schlag im Nacken zu dezimieren. Aber der hat sich halt so wahnsinnig nach innen gebaut. Und wird auch keine Probleme mit den Ressourcen haben. Ja, und jetzt gibt er wieder Gas hier. Rechts durch. Er gibt aber noch nicht auf. Er denkt noch nicht dran. Ah, jetzt dürfte es das sein. Kein Bau mehr, keine Waffenfabrik. Und auch gleich keine Kaserne mehr. Vielen Dank für eure Rosen, meine lieben TikToker. Und Schlag im Nacken mit dem Intermezzo. Braucht jetzt nochmal Helis. Ja, warum wohl? Er muss sich jetzt des Wasserproblems annehmen, da es sind halt noch genug Einheiten. Aber Chris flüchtet. Wahnsinn. Hi, Aerions. So, jetzt haben wir nur noch Wassereinheiten hier. Und eine besondere Landeinheit hier von Chris. Er hat sich jetzt verteilt zu Wasser, hat das ganze Geld nochmal investiert hier in Schiffe.
Und jetzt brauchen wir nur noch Lufteinheiten. Und er baut sie fleißig, die Helis. Geld hat er genug. Er ist ein riesiger Mülllaster. So typisch amerikanischer Mülllaster hier. Let's rock and roll hier. Wo will er hin? Ab in die Versenkung. Wohin denn? Der hat's richtig vor. Ja, pass auf, er nimmt ihn noch hops. Achtung, stark im Nacken, jetzt mit Hilfen. Jetzt rechts unten. Mal sehen, ob Chris jetzt alles mobil macht. Weil er müsste rein theoretisch jetzt mit Verstärkung kommen, um die Wasserhoheit noch weiter für sich zu beanspruchen. Ja, kommt so vereinzelt. Das wird aber auf Dauer nicht halten. Schlag im Nacken. Einfach Kohle ohne Ende. Kann hier richtig nachpressen. Und jetzt kommen die ganzen Schiffe. Und auch die Helis. Die müssen einfach nur noch mal Schicht im Schacht machen hier. Erster Hafen down hier vom Schlag im Nacken. Chris, meint's ernst? Und nach schwinden jetzt hier die Schiffe. Schlag und Nacken braucht hier einfach nur weiter produzieren, aber das hält er nicht lange durch gegen die Chris, wenn er da unten rechts jetzt nicht weiter produziert. Oh, das ist das, was ich meinte. Aber dafür baut er sich jetzt oben hier wieder auf. Und auch hier. Oben links und einmal oben rechts. Was ist eigentlich aus dem Sammler geworden? Ich glaube, der ist jetzt weg, ne? Ich glaube, den hat er jetzt geholt. Und jetzt kommen die Helis nochmal. Und schön die Kohlen weg hier. Immer auf die Kohlen. Korrekturflug war davor. Ja, muss ich. Auch die Kreuzer müssen weg. Aber vorzugsweise eher hier die Zerstörer. Und hier baut er einfach noch nicht in der Nähe. Das ist das Problem. Kommt eher von außen. Aber macht's gut mit den Helis. Und jetzt kommt nochmal die große Flotte hier. So, der große Schwarm von gefühlten Wespen hier. Die Apaches. Und Sergeant Dussel
Hat mich gefreut, dass du wieder dabei warst und uns unterstützt hast hier. Freue mich immer wieder, dich zu sehen. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut, bleib gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns die Tage wieder. Und ja, jetzt ist nicht mehr viel. Es ist noch irgendwo eine Einheit hier noch übrig. Ich suche die gerade. Wo ist denn? Ist der Sammler echt noch links unterwegs? Aber wo? Ich sehe den nicht auf der Karte. Ist der ganz nach oben gefahren? Versteckt hier? Da! Da! Da ist er! Und das ist der Sieg hier für Schlag und Lang. Der zweite am heutigen Abend. GG. Und leider für unseren Chris die dritte Niederlage am heutigen Abend. Melde mich wie befohlen. Da müssen wir Trost spenden. GG hier für Schlag im Nacken.